Oh, Junge, wo bin ich denn hier gelandet? Hä? Was geht denn hier ab, Alter? Was? Alter, wie siehst du denn aus? Du bist ja... Alter, Banana? Du hast einfach nur noch ein Auge. Banana! Oh mein Gott, wir sind Minions geworden. Wo sind wir hier gelandet? Alter, sind wir in sowas wie einer Raumstation oder sowas? Oh nein, Lars, ich habe das Gefühl, wir wurden hier irgendwie eingesogen und zu Minions gemacht. Was ist denn hier passiert, Alter? Okay. Ich bin mir nicht gar... Oh. Oh, Gru, hi. Hi. guten Tag, hi. Wir, willkommen an Bord. Oh, hi, Gru. Hör zu, wir sind eigentlich gar keine Minions, sondern wir wurden hier irgendwie rein verschleppt. Wenn ihr schon immer Schurken sein wolltet, dann seid ihr hier genau richtig. Schurken? Wir wollten schon also immer Schurken. Also, ich wollte, Schurken. Wir sind richtige Schurken, Gru. Ja, genau, richtig. Was habt ihr schon Schlimmes verbrochen? Wir waren auf einer Hochzeit und dort haben wir die... Ich habe einmal ein Kaugummi gegessen. Mit Seife haben wir... Dann unter den Tisch geklebt. Und dann haben wir alles mit Seife gemacht. Ihr habt ernsthaft Seife an die Toilettentürklinke geschmiert? Ja, genau, das wollte ich eigentlich sagen. Und auch an die Toilette selber. Und dann auch noch anschließend auf die Toilettenschüssel? Ja, genau, genau, das meine ich, das habe ich gesagt. Und Lars hat das auch gesagt, genau. Und wir sind richtige Schurken. Ruah, siehst du, wir sind richtig heftige Minions. Das war die gemeinste Aktion, die ich je gehört habe. das war die... Okay, alles klar. Das war ja leichter als gedacht. Naja, okay, gut. Aber macht euch jetzt erstmal an die Arbeit, ansonsten wird es Konsequenzen geben. Oh. Okay, alles klar. So wie es aussieht, sind wir hier in so einer komischen Raumstation und die haben hier ja mega viele Rohre verlegt. Alter, das sieht voll krank aus. Guck mal, da sind sogar Ventilatoren und so ein Kram. Ich bin mir halt nicht sicher, ob wir irgendwas anfassen sollten, Lars. Ich weiß auch nicht. Wollen wir einfach mal durchgehen und gucken? Ja, lass mal ein paar kleine Minions oder sowas kennenlernen. Junge, Alter, was ist das hier für ein Labor, gell? Hier sind überall so viele Sachen. Ey, hier hinten sind auch... Hochexplosiv? Hochexplosiv, oder? Okay. Lars, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir hier irgendwas anfassen sollten. Alter, was ich ist das hier, denn? Oh mein Gott. Das ist da ein kommt. Slime, der einfach irgendwie so unten drunter so Dings hat. Oh, das ist ja Minions. Da kann man von oben rein. Lass. Ah, Eindringlinge! Ey, Jungs, wir sehen genauso aus wie ihr. Wir sind cool. Wir sind Minions. Aber ich bin cooler. Oh, Boop, Stupa, Stop. Salaka, wie kannst du nur? Bido. Oh Gott, Lars, die sprechen eine andere Sprache. Ich kann kein Minionianisch. Das wird eine ganze Wir Minions sein. Bist du Kevin? Oh, hi. Ihr seid neue Helfer? Ja, wir sind neue Helfer. Und wir sind eigentlich relativ neu hier. Und wir kennen uns noch nicht so ganz aus. Fedena, fangen wir an. Kevin! Okay, Lars, ich habe mich noch nie so richtig mit denen... Also genau, wir schauen einfach mal heute nur zu. Wir sind sowas wie Praktikanten, genau. Ihr versteht hier. Dave hier. Genau. Hä? Dave, was macht denn der Dave da? Was? Hör zu, also was machen wir denn hier für ein Experiment, hä? Jungs? Macht ihr so... Was? Junge, der wird einfach gerade ins Weltall geschossen. Ja, der fliegt einfach weg. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Bido, Verzeihung. Mist, Verzeihung. Dave, auf Wiedersehen. Also haben die gerade einfach nur diesen Dave nach... Absicht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die haben den Dave gerade eben einfach durch diese komische Schleuder da hochgeschossen. Wir essen gehen. Ach so, jetzt haben sie ihren Kumpel ins Weltall geschleudert und jetzt gehen sie essen. Ihr könnt gleich kommen. Was ist mit uns? Ich weiß es nicht, aber wir können denen wahrscheinlich folgen zur Kantine. Guck mal, hier ist nochmal... Alter, was ist das für eine Raumstation, gell? Guck mal, hier ist auch überall Wasser. Ich verstehe das gar nicht, ey. Also hier machen die, glaube ich, so mit so Pflanzenkunde oder sowas, ne? Siehst du das? Pflanzenkunde? Tatsache, und so einen Mörser haben die auch. Oh Junge, okay, ich würde sagen, wir sollten hier nicht zu lange alleine herumlaufen. Auf mich, bitte. Dann lass mal gucken. Hey, da hinten ist noch was. Minion-Raum. Oh, das ist hier so ein richtig langer Raum. Guck mal, das ist Minion-Raum A1. AG8. Boah, Alter, was ist das? Hier ist so eine Kommandobrücke oder sowas. Eine Kommandobrücke? Nice. Da? Junge, das ist mega abgefahren. Das Alter, guck mal, da ist auch ein Schutzschild und so hier links und rechts. Alter, das ist mega das crazy Raumschiff, auf dem wir uns befinden, Mann. Guck mal, wir können mal hier, ich glaube hier, wenn wir weiter durchgehen, können wir vielleicht zur Kantine mal durchkommen? Oh Junge, hier ist ja noch ein Labor einfach. Was ist denn das da? Bababu. Das ist ein Roboter. Alter, die haben hier einfach ein Dings drin. Was haben wir?
Alter. Ich glaube, die entziehen dem die Kraft oder sowas. Das ist einfach ein Iron Golem in einem Lasergefängnis, Alter. Und hier haben sie so einen kleinen Dings, so einen kleinen Vampir eingesperrt. Junge, 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 absolut Alter. Absolut crazy. Und ja, Alter, da hinten haben die auch ein kleines Dings-Pony eingesperrt. Sogar eingefroren. Es bewegt sich nicht mal mehr. Ja, Tatsache. Und hier ist eine Ziegenhund, haben die ja eingesperrt. Ja, geschafft. Also lass. Oh, pass auf. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir hier sein dürfen, Mann. Meine neue Erfindung lebt. Oh, ich glaube, das ist dieser Wissenschaftler, der da steht. Oh, das ist die Security, glaube ich. Ich hätte gerne euren Minion-Ausweis. Wir sind den ersten Tag hier. Minion-Ausweis? Wir haben keinen. Wie, ihr habt keinen? Wir sind Praktikanten, wir sind neu hier, okay? Wir sind das. Wollt ihr mich im Ernst jetzt hier verarschen? Pass auf, hör zu. Das Ganze ist ein ganzes Missverständnis. Wir müssen eigentlich nur zur Kantine. Wir wollten eigentlich nur essen gehen. Deswegen, wir wollten hier eigentlich gar nichts klauen oder irgendwas begutachten. Das werde ich jetzt auf jeden Fall Gru weitergeben. Ja, Gru ist eigentlich unser Kumpel. Bido, Verzeihung. Oh, hi, Wissenschaftler. Hi, wir wollen eigentlich nur zur Kantine. Sei nicht so streng zu ihnen. Ja, bitte, Security Mann, sei nicht so streng zu uns, Mann. Wir wollen einfach nur zur Kantine. Wir wollen einfach nur was essen. Könnt ihr uns nicht einfach sagen, wo die Kantine ist? Weil wir haben da so einen Typen, der heißt Kevin. Mit dem verstehen wir uns ganz gut. Ich glaube, dass die beiden mit den anderen zur Kantine wollten. Ja, das haben wir gerade die ganze Zeit gesagt. Deswegen können wir vielleicht einfach von hier weggehen. Dann könnte ich... Was? Das konnte ich natürlich nicht wissen. Falls es wirklich so sein sollte. Alter, dieser Typ ist so richtig, gell? Der vertraut uns ja gar nicht. Ja, falls es so ist, dann müsst ihr den Fahrstuhl dort drüben nehmen und nach oben fahren. Popeye, auf Wiedersehen. Okay, danke. Okay, Popeye. Komm schnell. Okay, alles klar. Was geht du vor? Hier. Fahrstuhl. Okay, gut, er geht auf. Junge, Alter, was für ein modernes Ding, gell? So, Übel. Was haben wir hier? Nach oben oder nach unten? Ich würde sagen, wir müssen wahrscheinlich nach oben fahren. Ich glaube, nach oben, ja, ne? Ja, der Typ. Oh, das zählt sogar runter. 3, 2, 1. Werden hier durch die Gegend geschossen. Junge, oh, ich glaub, abgefahrenes Ding, ey. So, mal gucken, was wir hier haben. Oh, guck mal, da sind sie ja schon. Was geht ab, Jungs? Alles klar bei euch? Hört zu, wir, Bananen para tu für dich. Sag mal, die sprechen ein bisschen Spanisch, kann es sein? Eigentlich ja, ne? Banana. Ja, genau, Banana. Ja. Hier, das ist auch eine Banane. Du magst doch Bananen. Eigentlich würdest du hier echt voll gut reinpassen. Stupa, no para tu, nicht für dich, Bob. Ah. Genau, Bob. Oh, ich glaube, also, Bob hat sich auch gerade eine gesnaggelt. Ja, ich glaube, der Bob hat sich gerade, der will bestimmt auch eine Banane haben. Also, Jungs, wo gibt's hier was zu essen, ne? Kantine und sowas. Kevin, was geht, Mann? Kannst du uns vielleicht zeigen, wo unser Platz ist? Bido, wegen Bob. Okay, kein Problem. Bido in Ordnung. Bido angenommen. So. Bido angenommen. Was haben wir denn hier? Junge, mitkommen. Was? Ey, Lars, der ist nach rechts gelaufen. Was? Oh, wohin gehen wir denn, Kevin? Alles gut? Alter. Der hat hier einfach einen eigenen Kühlschrank, ey. Was ist denn das für ein krasses Ding, ey? Das ist echt ganz schön kalt hier drin. Alter, was hat er denn hier drin? Junge, da sind Chicken Wings drin. Ich sag's dir, Alter. Chicken Wings? Junge, die Chicken Wings. Gelato para tu. Alter, geil. Das ist einfach Eiscreme. Das ist Eiscreme. Junge, der hat uns einfach Eiscreme hier drin gegeben. Lässe. Oh. Mincho. Alter, was? Pannonia. Was ist denn jetzt passiert? Dubi, 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 Dubi. Was? Was ist da denn draußen passiert? Warum rasten die denn hier so aus? Hä? Tuliano, Tiamo, wir lieben euch. Popeye, auf Wiedersehen. Hä? Was? Warum rastet ihr denn so aus? Jungs, warte mal, warum ist hier denn... Ist das das Feuer? Ist das der Grund, warum die hier so ausrasten, Mann? Ah, Wasser holen, Alarm. Hier explodieren irgendwelche Sachen die ganze Zeit, hörst du das? Alter, dieses Luftschiff explodiert immer. Also das Feuer ist schon mal gelöscht. Bin mir nicht ganz sicher, warum die jetzt so ausgerastet sind, aber das war jetzt das Feuer tatsächlich. Warum sind die denn jetzt... Wo sind die hin? Die sind jetzt direkt so ausgerastet. Die sind in den Fahrstuhl runtergefahren. Wir haben die verloren. Soll man nicht eigentlich beim Feuer keinen Fahrstuhl... Ach, egal. Ich weiß es nicht. Eigentlich sollte man beim Feuer wirklich keinen Fahrstuhl verwenden. Naja, lass mal gucken. Nach unten müssen wir, gell? So, dann lass mal nach unten fahren und gucken, was da geht. Okay. Was haben die denn jetzt gerade gemacht? Was haben die für Probleme? Bin mir nicht ganz sicher. So, vielleicht sind die hier unten hin. Entschuldigung? Entschuldigung. Hallo? Brennt hier irgendwas? Wir sind hier Notfallfeuerschutz. Hey, da ist Dings. Gott, Alter, das ist Gru. Hey, Gru, alles klar? Du, es hat gebrannt. Warum war hier ein Feuerausbruch?
wir haben eigentlich nichts damit zu tun gehabt. Wir haben nur Eiscreme gegessen und wir wollten eigentlich nur Eiscreme essen und dann hat es angefangen zu brennen und dann sind wir hier. Ihr wart das doch sicherlich. Nein, ich glaube nicht. Hör zu. Ihr beide kommt jetzt erstmal gleich mit mir mit. Hör zu, Gru, wir waren das nicht. Das ist eine ganz andere Geschichte, wie du dir das eigentlich vorgestellt hast. Wir wollten eigentlich nur in der Kantine Eis essen. Ich erwarte euch gleich, dass ihr in dem Raum erscheint, der sich in einer Etage tiefer befindet. Ich habe eine Idee, was wir machen. Hör zu. Wir gehen einfach nach unten und dann, wenn wir unten sind, fahren wir einfach wieder weg, wenn er da ist, okay? Pass auf, guck. Wir veräppeln den einfach so. Wir gehen erstmal hier nach unten. 3, 2, 1. So, jetzt sind wir unten. Wo bin ich? Und jetzt können wir theoretischerweise... Was ist er da schon? Guck, und jetzt fahren wir wieder nach oben. Was? Defekt? Oh nein. Gut, dass ihr gekommen seid. Alter, wir können nicht mehr hochfahren. Ja, dann können wir nie wieder raus hier. Der hat abgesperrt. Der hat den Fahrstuhl. Gut, wir machen nämlich jetzt ein kleines Experiment. Entschuldigung. Hören Sie zu. Stellt euch in die Kapseln und sagt mir, was ihr seht. Ich bin jetzt in meiner... Coole Kapsel. Okay. Junge, lässige Kapsel hast du da. Was geht? Hallo. Kannst du schon irgendwas sehen? Kann nämlich noch irgendwie gar nicht sehen. Ich kann noch gar nicht sehen. Also, ich glaube, der... Hey! Der hat uns eingesperrt. Oh, lol, bei mir ist voll dunkel drin, ey. Ihr wurdet verarscht. Komm ich... Alter, was? Wie komme ich denn jetzt hier raus? Das habt ihr davon, wenn ihr euch als Schurken ausgibt und Schäden verursacht. Das waren wir nicht. Wir waren das gar nicht. Wir haben nur Eiscreme essen wollen. Ich wünsche euch noch ein schönes Leben hier. Mit der Dusche fertig. Hier, im Jahre 2224. Yeah, heute habe ich übrigens einen ganz besonderen, coolen Tag. Heute werde ich nämlich als Roboterpolizist unterwegs gehen. Wir wollen uns heute bewerben. Ich habe mich nämlich mit Lars ein bisschen abgeredet. Und ich habe hier Bobby. Yo, Bobby, gehst du heute mit auf meine kleine Reise? Roman? Folgen. Was? Hey, Roman. Lars? Hey. Roman. Hey, was geht, Mann? Was geht da? Wow, was hast du für einen Anzug, Alter? Ist cool? Ja, Mann. Wir sehen richtig aus. Warum hast du deinen Anzug noch nicht an? Ich habe meinen Anzug schon an, Mann. Ich habe den schon richtig angezogen. Siehst du den nicht, oder was? Du musst, glaube ich, deine Skins reloaden. Ich muss meine Brille anziehen. Ich habe sogar eine Kettensäge in der Hand. Ich muss meine Brille anziehen. Ich kann damit nicht so gut sehen. Stimmt, so. Du hast keine Brille an. Ich habe gerade eben mein Dings zugemacht. Alter, immer wenn ich ein Item in die Hand nehme, geht mein Visier zu. Alter, ist das cool, ey. Damit kann man mich, glaube ich, nicht mehr erkennen. Das ist eine echt coole Sache. Bei dir ist es auch so. Nimm mal ein Item in die Hand, nimm mal einen Donut in die Hand und dann gucke ich deine Augen an. Yeah, jetzt kann man deine Augen nicht mehr sehen. Immer wenn du einen Donut in der Hand hast, kann man dich nicht mehr sehen. Ja, meine Mom hat mir auch Donuts mitgegeben. Hat dir deine Mom echt? Tag. Ja. Wir sind doch Polizisten, wir brauchen Donuts. Egal welches Jahr es ist. Auch den Honig? Den Honig. Lass den Honig auf dem Tisch, das meine. Ich habe übrigens noch einen Kuchen im Backofen. Du hast drei Bildschirme, nice. Na klar, Mann. Hier nehme ich schon mal meine Minecraft-Videos auf. Future. Future. Komm, ich zeig dir nochmal meine kleine Tomatenplantage, die ich hier hinten habe. Und zwar habe ich hier nämlich mit Bobby gemeinsam habe ich hier eine kleine Tomatenplantage. Cool, oder? Oh, ja. Das sind Tomaten. Leckere Tomaten. Tomaten, Salatköpfe, alles, was man braucht. Solarköpfe. Hier kann man auch über Alexa und sowas das alles steuern. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Guckt, okay, hier kann man auch überall die ganzen Hebel aktivieren, um die Bewässerungsanlage und sowas zu aktivieren. Das ist ganz cool eigentlich. Aber dazu jetzt mal ein bisschen später mehr. Komm, wir machen hier das Ding wieder zu. Bloop. Okay, zack. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal los, oder? Starten wir mal den Tag. Mach noch mal kurz hier meine Tür zu. Warte mal. So, okay, hab zugemacht. Alles easy. Go, go. Lass mit Bobby gemeinsam losgehen. Wir müssen nämlich heute in die Polizeistation. Komm, kleiner Bobby. Ja, komm, ja, fein. Der kleine Bobby. Was haben wir da? Das sind meine Nachbarn. Lass dann lieber nicht hin. Die Nachbarn. Guck mal, das sind die Rezeptionisten. Das sind so Androiden einfach. Und ein Notizblock. Hallo. Ich melde mich ab, over. Okay, das war's. Melde mich ab, over. So, mal gucken. Ey, da ist ein Roboter. Hi. Mal gucken, lass mal mit dem Roboter reden. Er sagt, Roboter. Cool. Ich kann mit dem reden, er sagt zu mir, Roboter. Guck mal, da hinten ist auch nochmal ein Mädel, mit der kann man auch sprechen. Was ein schöner Tag.
Brumm. Die Computer sagen auch was. Guck mal, da, was ist das für einer, gell? Was ist das denn? Was der sagt Fragezeichen, 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 Fragezeichen. Der heißt Robo-Bubi. Der Robo-Bubi. Robo-Bibi-Bu. Robo-Bubi. Die Zukunft. Die Zukunft. Ist die Zukunft. Guck mal, da ist sogar ein Alter. Da ist ein Ender-Roboter-Skelett. Wow. Ein Enderman-Roboter-Man. A-U-H. Der heißt C5-Re-Mann. Alter. Hey, da hinten ist nochmal jemand. Mal gucken, was die sagt. Guten Morgen. Hey, guten Morgen. Und der hier sagt, Broom. Okay. Also, das ist so ein Dings, Mann. Siehst du das? Das ist so ein Creeper-Roboter. Das ist so ein Creeper-Roboter. Das ist überabgefahren, gell? Crazy. Im Jahr 2224 haben die Creeper einfach keine Gesichter mehr. So, was haben wir hier? Ach ja, das waren noch Zeiten im Jahr 2222. Sehen so krass aus. Ja, haben sie ein Problem? Ja, haben sie ein Problem? Oh, ich glaube... Ja, haben sie ein Problem? Ja, haben sie ein Problem? Okay, ja, komm mit Bobby. Habe ich. Komm rein, Bobby. Wir müssen jetzt hier irgendwo... Oh, guten Tag. Hallo. Oh, hi. Das ist, glaube ich, der Typ, bei dem wir uns bewerben müssen, Mann. Entschuldigen Sie bitte, wir sind hier wegen der Cyberpolizei. Ich habe Donuts mitgebracht. Wir möchten Protonenpolizisten werden, Zukunftspolizisten, verstehen Sie? Wir waren schon mal Polizisten. Guten Morgen, ich bin Officer Paul. Oh, hallo Officer Paul. Der Name ist immer noch relativ normal. Alter, guck will mal, der Robocop sein, Mann. Der hat so richtige, Schaufelschuhe. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Hören Sie zu, Paul. Wir wollten uns bewerben als Polizisten. Wir wollten nämlich Cyberpolizisten werden. Dafür haben wir eine Kettensäge mitgebracht und einen Bohrer. Genau. Die Bewerbungsphase. Stimmt. Ja. Oh. Das wollten wir gerne mit Ihnen genau. Gemeinsam machen. Können Sie uns da vielleicht ein bisschen einführen? Wir möchten gerne. Folgt mir. Ich bringe euch zum Chef. Zum Chef. Ja, Sir. Nee, ja, mal, Sir. Komm, Sir. Ne? Komm, ich nehme Bobby sind mit. Sind wir nicht Bobby, ein bisschen overdressed? Nein, wir sind nicht overdressed. Wir sehen aus wie richtige Polizisten aus diesem Jahre. Oh. Guck dir mal diesen Karl an. Der ist so zur Hälfte Roboter, zur Hälfte normal. Oh mein Gott. Guten Morgen, Officer. Guten Morgen. Morgen. Was hat denn der hier alles für Player? Guck mal, die Katze da hinten, die sieht ja mega nice aus. Lol. Hallo Chef, das sind die neuen Gefangenen. Spaß, die neuen Bewerber. Oh mein Gott. Das wäre richtig schlimm jetzt gewesen. Ich wollte eigentlich nicht Gefangener sein, ich wollte eigentlich Polizist sein. Guck mal, da drüben sind doch Typen, die arbeiten. Hallo. Geh bitte zu Paul. Oh, der hat mich direkt zu Paul gewiesen. Alles klar, guten Morgen Jungs. Ihr wollt euch also auch bei mir bewerben? Okay, ja, Mann, das hört sich nicht schlecht an. Ja. Hier, Lars, nimm, iss ein Donut. Immer wenn du aufgeregt bist, hast du Angst. Ja, Sir. Auf jeden Fall, wir möchten uns bei dir bewerben, Karl. Ich hoffe, ihr seid gute Polizisten. Wir sind die besten Polizisten, die sie jemals bekommen hätten können. Wir können unser Visier aufmachen und zu. Auf und zu, auf und zu, auf und zu. Zu und auf, zu und auf, zu und auf. Und wir sind gut im Schießen. Alter, und wir sind dumm, ich meine, wir sind schlau. Ich hab ja voll die krassen Waffen im Hintergrund hängen, ey. Geht nicht nach unten zu. Oh mein Gott, was, ist das die legendäre Pickaxe? Das ist die legendäre Pickaxe. Guck mal, die kann man sogar drehen. Geht nach unten zu Paul. Er zeigt euch, was? Er zeigt euch den Trainingsraum. Okay, dann lass mal zum Trainingsraum gehen. Dann sehen wir, wie gut ihr wirklich seid. Ach, wir sind mega gut. So, jetzt lassen wir hier erstmal die Treppe runter und zeigen dem Paul erstmal, wie das hier richtig funktioniert. Bzzzt, 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 bzzzt. So. Warte, ich laufe einfach über die Theke fertig. Ist hier fertig. Der Trainingsraum? Oh. Anscheinend. Okay. Abgefahren. Junge, hier sind einfach irgendwelche Monster drin. Und die sehen ja richtig widerlich aus. Hallo, wir lernen das Schießen. Oh, warte mal. Ich bin schon zu früh reingelaufen, gell? Alter, was ist denn das für eine heftige Armbrust, so voll aus dem, oh, voll Future, so. Hier sind die Waffen und dort drüben ist die Munition. Oh mein Gott. Crossbow? Alter, nice. Was ist das für ein Crossbow? Alter, Junge, sieht der heftig aus. Und Arrows. Okay. Wie sehe ich aus? Du siehst, Alter, man muss schon sagen, die sehen schon, oh, Alter. Bzzzt. Oh mein Gott, wie die sich aufblasen. Alter, machen die Damage. Bzzzt. Auf die Ziele ziehen. Bam! Okay. Bam! Und, Alter, da baut sich einfach an der Spitze diese zwei Füßchen auf, die sogar einem beim Zielen helfen. Zack! Und bam! Oh oh. Und zack! Ab in die Neune. Guck mal, ich treffe die Mitte. Ich treffe die Mitte. Ich habe sie schon getroffen. Ich treffe die Mitte. Oh. Ich habe die Mitte schon dreimal getroffen. Viermal getroffen. Ach so, guck mal, wo ich hingeschossen habe. So ja, an einfach, die Decke. Da, guck mal, da in den Ventilator da oben. Nein! Alter, ich habe den Ventilator kaputt gemacht. Aua, hey, ich hab ein Schwein abgeschossen. Aua, lol. Wow, ihr seid echt gut. Ja. Wir haben das, glaube ich, schon mal öfters gemacht. Wir haben sogar schon mal den Ender Dragon besiegt, ohne uns zu bewegen. Falls ihr die Folge nicht gesehen habt, schaut sie euch unbedingt an. Aus euch kann echt was werden. Alter, das sind übrigens noch Monster, gell? Wir müssen hier... Zzz, buh, und... Zzz, buh, und... Zzz,
Alter, jetzt haben wir alle. Nun kommen wir zu eurem ersten Einsatz. Was? Unser erster Einsatz? Sir, ja. Mann, ich muss mir das abgewöhnen. Ja, Sir, ja, Sir. Nee, das hat man damals gesagt. Heute yo sagt me, man... Yo, me, yo, me. Direkt in der Nähe wurde ein Laden überfallen. Bitte geht dorthin und schaut nach dem Rechten. Was? Ein Laden wurde überfallen? Bi-bu-bu-ba-bu-bu. Bi-bu-bu-ba-bu-bu? Okay, dann gehen wir mal nach dem Rechten schauen. Um dorthin zu kommen, müsst ihr einfach nach rechts und dann geradeaus. Alles klar. Okay, danke. Dann würde ich mal sagen, wir machen das. So, viele gute Roboter, ihr passt alle auf. Nach rechts und dann geradeaus, hat er gesagt, ne? Nach rechts und dann geradeaus. Ja, ich glaube schon. Das dürfte es, glaube ich, sein. Hier vorne. Guck mal, da hinten brennt es sogar schon. Ich glaube, das ist tatsächlich der Einsatzort, wo wir gebraucht werden. Nimm deine Armbrust in die Hand, Lars. Wir okay, Roman, kannst du mich hören? Over. Ich kann dich hören. Over. Ich gehe hinten rum. Okay, gut. Es sieht so aus, als ob wir eine Farm betreten. Over. Ich habe die Waffe geladen. Ich habe Zielobjekt gesichtet. Das ist, ich habe hier einen. Das ist einfach nur ein Bauer. Hände auf den Boden, Hände auf dem... Alles kaputt. Das ist einfach nur ein Bauer. Oh, so. Der hat hier, glaube ich, seine Ernte. Oh nein, ich habe auch ein Tomatenfeld. Ich fühle richtig mit dem mit. Oh nein, jetzt hat er hier seine armen Tomaten und Mais wollen und sowas aufgebaut. Wollen wir nicht eigentlich mal die Feuerwehr rufen oder so? Die Feuerwehr? Wer braucht schon die Feuerwehr? Ich bin sowas von ruiniert. Ach, Bobby, wie kann er das nur weiterhin überleben? Was soll ich denn jetzt noch tun? Oh nein. Also, pass auf, Markus. Wir werden uns... können Sie vielleicht den Täter beschreiben, wie er aussah? Genau. Damit wir als Cyberpolizisten uns mindestens an die Arbeit machen können? Okay, okay, ich beruhige mich. Ja, ich glaube... Beruhig dich! Lass, ich hab beruhigen das. Sie sich! Bitte beruhigen Sie sich! Lass. Genau, ziel ihm ins Gesicht. Vielleicht beruhigt er sich. Beruhigen dann. Sie sich! ja, klar kann ich mich an diesen Idioten noch erinnern. Sagen Sie, Markus, währenddessen Lars auf Ihrem Kopf sitzt. Auf die Schulter. Wie sah der Typ aus, der Sie belästigt hat? Er trug einen goldenen Anzug. Einen goldenen Anzug. Lügen Sie uns nicht an! Genau, lügen Sie uns an! Wie können Sie nur Bobby ins Gesicht schauen und ihn anlügen? Das funktioniert so nicht! Er ist doch noch so jung. Er sah nach einem, was? Es sah nach einem kugelsicheren Anzug aus. Nach einem kugelsicheren Anzug? Das klingt ganz schön mies. Okay, sagen Sie mal, ich muss jetzt mit der Renovierung loslegen. Also, unsere Anhaltspunkte sind tatsächlich goldener Anzug, kugelsichere Weste. Das sind eigentlich schon viele Indizien. Alter, guck mal, der Typ hier hat einfach so ein McDonalds-Logo im Gesicht. Aber danke für eure Hilfe und dass ihr so schnell da wart, obwohl ich euch nicht gerufen habe. Okay, alles klar. Okay, alles mal gucken, klar. Was sagt der McDonalds-Typ? Foi, foi. Das ist, glaube ich, so ein Farmroboter. Der wird dafür benutzt, um zu farmen. Hier warum ist auch regt so der Typ sich dann so auf, wenn eh alles elektrisiert ist hier? Ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich Brand ist, glaube ich, nie gut, egal in welchem Jahr du dich befindest. Alter, diese ganzen Roboter sind voll cool, Alter. Die kannst du ein- und ausschalten die ganze Zeit. Voll bist heftig. Du? Ich bin hier hinten. Komm, wir müssen jetzt ich mal hier weitergehen. Zu Dings. Wir müssen noch wieder, müssen wir zur nicht unsere ganzen... Ja, wir müssen noch unsere Dings abgeben. Ja, wir müssen jetzt erstmal unsere Tipps abgeben. Goldener Anzug und Patronenschutzweste etc. pp. Okay, ich gehe schon zur Dings. Ich bin schon da. Ich bin Bobby schon da. Komm, beeil dich, Lars. Go, 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 go. Ich glaube, wir dürfen uns auch nicht zu langsam bewegen. Ich esse erstmal einen Donut aus Prinzip, weil ich ein Polizist bin. Okay, also, wir müssen uns jetzt erstmal wirklich sammeln und das alles, was wir aufgeschrieben haben, jetzt vorzeigen, okay? Oh, das ist der Chef. Das ist der Chef, Mann. Und Jungs, was war? Karl, folgendes. Wir haben herausgefunden, dass der Typ... Okay, gut, dass du dir Notizen gemacht hast. Ja. Hände in den Rücken. Ah, oh, nee, ist der Chef. Nein, das ist der Chef. Bitte nicht auf den schießen. Hören Sie zu, lasst mich mal sehen. Ja, genau. Goldener Anzug und patronenschutzsichere Weste. Er hatte tatsächlich diesen kompletten Laden dort überfallen und den verwüstet. Der Typ konnte sich nur an Bruchteile erinnern. Wir haben nicht alles aufschreiben können, aber Bobby hat sich die gesamte Sache angesehen und gescannt. Verstehen Sie, Karl? Ich werde mal hier an den Hologrammcomputer gehen und das eintippen. Wenn ich richtig liege, war das mit einer der gefährlichsten Verbrecher in unserer Stadt. Was? Oh, das ist ganz schön mies, Mann. Hör zu, Karl. Kannst du uns vielleicht sagen, wo sich dieser Verbrecher befindet, damit wir den irgendwie finden können? Das wäre vielleicht, er nennt sich Raven's Eye und ist sehr gefährlich. Raven's Eye? Vincent Raven? Vincent Raven? Oh nein, den Typen hatten wir doch schon mal in der Hexenfolge. Was ist denn jetzt los? Was ist passiert, Karl? Oh nein. Karl hat, glaube ich, jetzt eine schlimme Nachricht für uns. Ist irgendwas passiert? Das ist der Peter, gell? Paul ist es. Die Bank wurde gerade überfallen. Wir müssen schnell das SEK informieren. Oh nein. Okay, Roman, das ist ein Fall für die Robocops. Die Robocops. Das mit der Melodie von Indiana Jones. Wisst ihr was, Jungs? Oh mein Gott, Lars, der schickt uns wirklich jetzt auf die Reise. Du gehst doch einfach schon so los. Karl, dürfen wir auf diese Reise gehen? Ist das in Ordnung für dich, wenn wir das machen? Ich würde direkt meinen Bogen... Oh mein Gott.
Oh mein Gott, du hast das Bild einfach kaputt geschossen. War sowieso hässlich. Was zeigt er uns hier an? Oh mein Gott. Das ist es. Das sind die heftigen Rüstungen, Mann. Schnappt euch die Anzüge und die Waffen in den Kisten daneben. Das SEK braucht zu lange. Ihr müsst jetzt handeln. Oh mein Gott, es ist endlich soweit. Es ist soweit, es ist soweit. Jetzt können wir endlich mal diese Sachen anziehen. Oh mein Gott. Oh yeah. Ich fühle mich so stark. Du siehst so getuned aus irgendwie. Oh yeah. Alter, was eine Attraktion. Guck mal, mein Kopf guckt hier so durch. Siehst du das? Die Bank ist geradeaus. Lars, wir müssen uns noch hier die Waffen holen. Oh mein Gott, wir haben noch die bionischen Arme. Lars, hol deinen bionischen Arm raus. Mama. Guck mal. Guck mal, wie das aussieht. Alter, wir können jetzt höher springen, gell? Yeah. Los. Lars, wir müssen zur Bank. Alter, go. Sau crazy. Wir müssen zur Bank. Oh mein Gott, wir sind jetzt richtig mit Flügeln und so ausgestattet. Was können wir mit diesem Arm machen? Oh mein Gott, Plasmakanone? Lars, nein, Plasmakanone. Oh mein Gott. Alter, wir können jetzt Plasmakanonen schießen. Was ist das? Lass zur Bank gehen. Ha. Das ist er. Er schmeißt hier mit Goldbarren, mit Silberbarren, Platinbarren um sich herum. Hör zu, Hände auf du kleiner Wichtling. Hände auf den Boden, sonst schießen wir einen Plasmakanonenlaser auf sie. Hände auf die Augen. Sie können sich niemals von uns wehren. All das Geld ist jetzt mein. Ich denke nicht, dass all dein Geld das ist. Zack! Oh mein Gott. Er scheint ihm alles, was sie sagen kann und wird vor Gericht gegen sie verwendet werden. Lars, er ist anscheinend immun gegen diese Plasmakugeln. Ja doch, ich habe ihn erwischt. Okay. Hören Sie zu, was kaufe ich mir? Hör zu, du patronengesicherter Kerl, du. Wir haben hier ganz besondere Waffen und wir sind auf jeden Fall bereit, diese einzusetzen. Also leg dich auf den Boden und gib auf. Was macht der? Lass! Wo geht der hin? Zielperson flieht! Zielperson flieht! Hören Sie zu! Was wollt ihr denn jetzt? Hör zu, Raven's Eye. Alles, was du jetzt sagst, wird gegen dich im Gericht verwendet. Und wenn du jetzt dich direkt hinter deine Hände hinter den Zopf machst, dann sind wir dazu gezwungen, unsere Plasmakugeln zu verwenden. Alter, was hast du da für eine coole... Oh mein Gott. ...nichts gegen dich tun. Benutze deine Plasmakugel, Lars. Kommt, da passiert halt wirklich nichts. Ah ja. Fangt mich. Du bleibst jetzt stehen. Zielperson flüchtet. Okay. Oh mein Gott, ich hab ihn getroffen. Let's go. Wir müssen ihn, glaube ich, auf die Füße schießen, dann können wir ihn erwischen. Wo ist er? Er rennt nach da. Er versucht, Parcours zu machen. Oh mein Gott, er ist durch den Safe durchgelaufen. Er kann durch Safes durchlaufen. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Er ist hier weitergelaufen. Er läuft die Wendeltreppe hoch. Person flüchtet aufs Dach. Aufs Dach. Wo ist er hin? Da. Er ist zur Seite gegangen. Das ist ein kranker Tresor hier. Komm. Lass. Ich bin hinter dir. Bobby ist auch am Start. Bobby. Bzz. Er läuft hier über diese Barrikaden. Pass auf, dass du nicht runterfällst, okay? Alles easy. Alles fein. Oh mein Gott, wo läuft er hier herum? Er läuft über die Bäume. Was für ein verrückter Kerl. Ich hab ihn. Zielperson flüchtet. Was ist das? Hören Sie jetzt zu. Hören Sie auf damit. Sie müssen... Geben Sie... Was? Geben Sie auf. Lars, du musst ihn... Schieß ihn mit der Kugel ab. Psst. Komm. Wir haben ihn gleich. Bobby ist auch in der Nähe. Verliere ihn nicht aus den Augen. Er ist da vorne. Er ist schon auf der anderen Seite. Roman! Oh nein, Lars, du bist runtergefallen. Okay, gut. Ist okay. Ich krieg das hin. Ich hab ihn. Alter, oh mein Gott. Er ist runtergefallen. Lars, Zielperson runtergefallen. Ins Wasser. Ich fliege ganz langsam runter. Mein Bein! Füße hinter den Kopf. Guck mal, ich hab ihn. Alles easy. Lars, ruf die Kollegen an. Hallo, Kollegen. Over. Könnt ihr uns hören? Wir brauchen Dings. Unterstützung von den Kollegen. Unterstützung. Wir haben ihn. Unterstützung von den Kollegen. Wir haben Raven's Eye. Lasst mich. Was? Da ist gerade jemand eine Plasmakugel hochgeflogen. Raven's Eye, du bist verloren. Du musst jetzt genau hier aufgeben, das war's für dich. Wir haben dich und wir haben Unterstützung angefordert. Nein, nicht ins Gefängnis. Raven's Eye, tut mir wirklich leid. Aber jetzt muss ich auch hier meinen Bogen nehmen und einen Schuss kriegst du. Bah! Was? Oh mein Gott, der Kopf hat das einfach abgewehrt, gell? Oh mein Gott, ist einfach abgeprallt. Guck mal, das prallt einfach ab. Gut gemacht, Jungs. Ihr habt ihn. Oh mein Gott, die Verstützung ist Unterstützung ist angekommen. Die Verstützung. Alles klar. Gut, Jungs. Kollegen, ihr kümmert euch hier um den Rest. Und ich bringe diesen Abschaum ins Gefängnis. Okay, gut, Paul. Dann mach das mal. Und wir gehen jetzt nochmal kurz zurück zur Polizei-Office-Station. Und sind dann eigentlich auch schon fertig mit unserem Alltag. Denn das, meine werten Damen und Herren, war ein Polizist im Jahre 2224. Okay, meine
meine werten Damen und Herren, heute ist die Challenge, auf die ihr alle gewartet habt. Und zwar werden wir nämlich heute 24 Stunden nicht laufen in Minecraft. Und wir möchten heute Minecraft durchspielen mit diesen ganzen Schweinen hier. Okay, lass mal erstmal anfangen mit dem Boot hier. Oh mein Gott, ich wurde gerade von einem Schwein einfach getreten. Das ist zu weit weg. Oh, hast du dein Holz nicht bekommen? Oh mein Gott, das Holz ist so schön. Schwein. Also, um nochmal kurz zu erklären, wir können so viel drücken, wie wir wollen. Ich habe alle meine Tasten gemacht, außer meine Lauftasten. Die habe ich... Oh nein, ich komme da nicht mehr dran. Es ist zu weit weg. Also Lars und ich müssen heute das Spiel hier durchspielen, ohne zu laufen. Und wir haben uns ein bisschen was durchgelesen, wie das Ganze funktioniert. Aber das Schwein muss mich da hinbringen, Alter. Mist. Okay, warte mal. Ich habe eine Idee. Ich mache jetzt erstmal hier den hier. Ich mache mir mal eine Crafting Bench. Erstmal hier so viel Holz wie möglich machen. So. Und dann müssen wir uns hier, um uns fortbewegen zu können, ohne irgendwas zu drücken, müssen wir uns jetzt so viele Boote wie möglich bauen. Ich habe jetzt 3 Stück, Alter. Darf man die hinter sich abbauen? Na, die Boote, ja klar kann man die. Also du kannst die sogar abbauen, du kannst ja die Boote abbauen und dann wieder neu platzieren. Oh Mann, warte, ich muss kurz runter das Boot wiederholen. So, jetzt habe ich wieder das Boot. So, ich gehe mal nach da vorne zu diesem Fischerdorf oder was das hier ist, warte. Nein, ich bin zu weit gelaufen. So, okay, jetzt kann ich zu dem Boot hier. Zack, jetzt muss ich mehrere Boote machen, ne? So. Oh nein, bei mir ist ein Schwein ins Boot eingestiegen. Oh mein Gott, Lars, das ist so schwer. Es ist überhaupt nicht einfach. Mach dir am besten mehrere Boote, Lars, Alter. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Boote. So, und dann hier. Okay. Lars, wo bist du denn? Du musst hier vorkommen. Bitte. Oh nein. Das Problem ist, ich verliere die Boote immer voll schnell, Alter. Das ist voll der Krampf. Lars, du brauchst... Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, oh, jawohl. Das Schwein hat mich reingeschoben. Okay, ich habe jetzt wieder ein Boot. So. Und jetzt muss ich hier nochmal kurz das Boot da wieder abholen. So. Und damit ich hier... So, das Boot habe ich dann wieder. Alter, das ist sowas von volle Kanne schwer. Das ist mega schwer. Ja, ich bin hier. Warte, ich leg mal hier in den richtigen Way. So, jetzt habe ich das Boot. Oh nein, ich komme da jetzt wieder nicht rein. Oh Mann, Mist. Okay, Lars, du musst jetzt zu mir herkommen. Los, beeil dich. Du musst das Boot hier auf dem Weg nochmal mitnehmen. Bitte gib mir dieses Boot. Nein! Hast du Boote mitgenommen? Oh, Lars, du bist richtiger Pro, Alter. Hast du genug Holz mitgenommen? Das Problem ist, das Boot ist immer weg. Doch, du hast es. Oh mein Gott, richtig gut. Okay, dann lass mal darunter gehen. Da ist ein Fischerdorf. Nein, ich habe das Boot zu weit weg platziert. Pass auf. Okay, hier, nimm den. Okay, danke, Mann. Und dann nach vorne. Und dann bin ich jetzt hier. Okay, chill. Was ist das hier? Ey, da vorne. Oh, lol. Ich wurde nach vorne geschoben. Hatte ich das Boot nach vorne geschoben? Ich kann nicht nach vorne. Ich kann auch nicht laufen. Ich bin nicht gelaufen. Oh mein Gott, hier sind Sachen. Hier sind Buckets. Hier ist Gold. Ich komm da nicht dran. Ich nehme mal alles weg, raus. Schwein. Alter, hier sind Sattel. Lass, ich weiß, wie es weitergehen wird. Wir brauchen eine Dings. Wir brauchen irgendwie. Ich nehme hier mal ein bisschen was raus, ne? Wir brauchen einen Kartenstab. Ja, nimm dir auf jeden Fall die Fische und sowas mit raus. Ey, ich habe 2 Sattel. Ich habe 2 Sattel bekommen, Lars. Okay, warte mal. Nice, kann man hier. Oh, ich bin jetzt auch bei dir oben. Hör auf, mich mal hier durch die Gegend zu schieben. Ich versuche ja mein Bestes. Oh mein Gott. Ah, jetzt sitzen wir beide im selben Boot. Hallo, ihr beiden. Oh, hi. Alles klar. Wir sind Roman und Lars und wir sind hier mit Booten unterwegs. Ihr zwei wollt Minecraft durchspielen, ohne WASD zu drücken? Ja, genau, das wollen wir machen. Lol. Wir können uns hauen. Stimmt. Wir können uns hauen. Richtig gute Sache, Alter. Stimmt, Alter. Richtig gute Sache. Mal gucken, wie ich euch helfen kann. Ja, wir brauchen irgendwie sowas. Oh, perfekt, Alter. Warte mal, ich baue mal das hier noch ab. Und dann können wir uns... Kannst du mich kurz nach da hinten hauen, Mann? Perfekt. Okay, ich hab die Boote. Oh, Alter, der hat Dings. Der hat Karotten da. Karotten und Stick. Ich komm da unten aber nicht dran. Ich komm ran. Warte. So. Und dann so. Und dann so. Ich hab die Karotten und Stick. Ich hab sie. Okay, chill. Relax. Ich komm jetzt hoch. Chill. Jetzt muss ich hier kurz aussteigen. Okay, hör zu. Lass, du musst jetzt ein Boot... Bau mal bitte da von den Schweinen den Zaun ab. Und dann können wir bei den Schweinen einen Sattel drauf machen und einen Carrot und einen Stick benutzen. Ah, dann können wir laufen mit denen. Okay, pass auf. Setz dich da drauf. Okay, und hier hast du Carrot und einen Stick. So. Okay. Und jetzt musst du für mich ein Schwein holen. Oh mein Gott, das sind sau viele Schweine. Ha, die laufen dir alle hinterher. Der ist einfach ins Boot gelaufen. Oh mein Gott, perfekt. Okay, Lars, wir haben alles. Wir haben unsere Schweine. Guck, es funktioniert. Warte, der ist einfach ins Boot gelaufen gerade. Ja, ist doch egal, wir haben doch jetzt unsere Schweine. Lass die mal weitergehen. Ja, mein Schwein ist ins Boot gelaufen. Oh mein Gott, wir können laufen ohne WASD. Ja, ist doch... Och Mann. Aber ist doch egal. Ach so, dein Schwein mit dem Dings ist ins Boot gelaufen. Da kommt er nicht raus und jetzt laufen als weiter Schweine da rein. Ah, oh nein, meinst du ist auch drin. Oh nein. Oh, oh. Okay, hör zu. Wir müssen das kaputt machen. Wie kriegen wir das? Da! Ich mach's. Hör auf. Okay, mach.
komm, 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 schlag drauf. Ja. Jetzt. Ja. Okay. Okay, funktioniert. Sag. Bist du drauf? Ja, okay, okay, lauf mit deinem Schwein nicht mehr in Boote rein. Okay, weg hier. Ha, okay, okay. Alter, Lars, wir spielen Minecraft ohne WASD. Das ist so schwer. Alter, das ist das Schwierigste, was ich, glaube ich, bisher so gemacht habe. Okay, dann lass mal gucken, was wir noch machen können. Lass Junge, so viele Schweine sind hinter mir. Ey, ich glaube, wir können sogar mit dem Schwein, können wir sogar jetzt so schwimmen und sowas in der Art. Ich glaube, wir können jetzt sogar so ein... Alter, guck mal, wie viele Schweine uns hinterherlaufen. Guck mal nach hinten. Alter, wir haben hier so viele Schweine jetzt. Oh, lass mal hier durch die... Oh, da hinten ist ein Dorf, ey. Lass mal da hingehen. Übelstes Schweinerennen. Junge, hier, über das Schweinerennen, ey. Richtig lustig. Ey, das macht ja voll Spaß. Okay, pass auf. Lass mal gucken, was wir hier machen können. Vielleicht können wir uns hier noch irgendwo Items oder sowas holen. Junge, da hat einer einfach so ein TNT vor seinem Haus platziert. So eine Sicherheitsmaßnahme, gell? Okay, na, lass mal gucken. So, übrigens, laufen tun wir nicht mit BASD, sondern das Schwein läuft jetzt sozusagen der Karotte hinterher. Guck mal, hier ist ein Schmied. Okay, oh, oh mein Gott. Okay, so. Alter! Der Schmied hat Items. Dein Umhang buggt. Junge, echt jetzt? Buggt der gerade? Hey, guck mal, Lars. Der Dings, der Schmied hat Items. Lass mal hier die Items rausholen. Junge. Das sieht richtig gut aus. Der guckt gerade nicht hin. Der macht gerade andere Sachen, Alter. Junge, guck dir das mal an. Angeblich, Alter, beste Rüstung der Welt gerade bekommen einfach. Junge, warte, guck mal. Ich muss mal kurz anziehen. Junge. Und Helm. Sogar verzaubert, Alter. Okay, lass dir schnell weggehen, bevor der Schmied uns sieht. Oh Gott, Alter. Junge. Ich kann also nicht laufen jetzt. Wir müssen auch, übrigens, wir wollen Minecraft heute durchspielen. Das heißt also, Lars, wir müssen auch den Ender Dragon irgendwie besiegen. Aber ich weiß bist nicht, du verrückt? Ich weiß nicht, wie wir da hinkommen sollen. Guck mal, hier ist ein Markt oder sowas. Oh, hey. Guten Tag. Hallo, werter Herr. Oh, Josef. Ah, mein Schwein macht, was es will. Geht da jetzt wieder hin. Glaub, mein Schwein pfeift. Hey, ihr, kauft bei mir etwas. Josef, ihr seht so aus, als würdet ihr euch die, als würden euch die Beine wehtun. Ich kann euch diesen Stuhl empfehlen. Josef, wir brauchen keinen Stuhl. Ah, wir mein Schwein macht, was es will. Wir brauchen irgendwas, mit dem wir uns fortbewegen können, Josef. Oh, ihr braucht etwas, um euch schneller bewegen zu können? Genau, richtig. Genau das brauchen wir, Josef. Was kannst du uns dafür geben? Wir brauchen irgendein cooles Item. Hm, ich hätte da was, aber dafür möchte ich sehen, was ihr mir bieten könnt. Okay, hör zu, Josef. Wir geben dir einen ganzen Stack Goldnuggets. Das Schwein ist außer Rand und Band. Dein Schwein rastet einfach aus. Ah, meins auch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hör auf, Schwein, nicht so rumspringen. Okay, okay, okay. Hör zu, Josef, was hat 18-karatiges Gold? Das ist seriös. Ja, genau, richtig. 18-karatiges Gold. Das haben wir vom Fischer geklaut einfach. Hier, das könnte was für euch sein. Lass, der gibt uns irgendwas. Ah, hoffentlich nicht diesen Stuhl oder sowas. Alter. Oh, Alter, das sind Gleiter. Das sind Gleiter, Lars. Oh, du hast einen aufgenommen. Warte mal. Juhu, komm mal nach da hinten. Ich bin frei. Dankeschön, Josef. Vielen lieben Dank. Nimm den. Ah, nimm perfekt. Den schnell. Ja, ich nimm. Tschüss und danke für den Einkauf. Okay, danke. Wow, Alter, Lars, wir haben jetzt einen Gleiter bekommen. Wie cool ist das denn? Warte mal, ich guck mal, ob ich den benutzen kann. Wie kann man den denn benutzen? Oh, den kann man anziehen, aber wir können ja nicht laufen. Hey, aber... guck mal, wenn wir hochspringen, dann können wir uns auch so bewegen. Okay, ich habe verstanden. Gut. Okay, perfekt. Nice, nice. Dann lass mal weiter benutzen. Vielleicht gar... Oh, ich habe eine Idee, was wir machen können. Wir können von der Insel jetzt hier runter, daher, dass wir den Gleiter haben und wir ohne zu nach vorne zu drücken oder sowas, nur durch Springen uns fortbewegen können. Ey, man kann doch nach da... Wir können auf die andere Seite fliegen. Da, darüber. Ja, wir können übers Meer fliegen. Okay, perfekt, lass das machen. Wir brauchen nur einen hohen Aussichtspunkt. Wo wollen wir da lang gehen? Hä, Opi? Der Opi hat auch einfach TNT an seinem Vorgarten. Schönes Ding. Lass mal guck mal, hier ist ein Turm. Lass mal versuchen, auf die Kirche hochzugehen, genau. Und dann von der Kirche aus können wir dann mit dem, mit diesem Jump-Ding da irgendwie so hochspringen. Wie wollen wir da hochkommen? Ja, na, mit unseren Schweinen natürlich. Schweinchen, Schweinchen, dödödö. Alter, können Schweine Treppen hochlaufen? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, ein Schwein geht einfach rückwärts die Treppe hoch. Alter, ich wusste gar nicht, dass das funktioniert. Oh mein Gott, Lars. Okay, warte mal. Chill, 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 chill. Okay, relax. Ich bringe jetzt kurz mein Schwein um. Warte. Okay, warte. Ich muss jetzt hier raus. Lass es doch. Okay. Nimm die Karotte in die Hand. Nimm die Karotte aus der Hand. Nimm die Karotte aus der Hand. Lauf. Spaß. Okay, ja, du musst jetzt dein Schwein genauso umbringen, wie ich mein Schwein umgebracht habe. Oh mein Gott. Oh Gott, lass. Bitte schubst dich nicht runter. Okay, pass auf, hör zu. Wir machen das nacheinander, okay? Ich stehe hier schon an der Kante. Ich werde jetzt dort rüberfliegen zum Strand. Und dort scheint, glaube ich, alles in Ordnung zu sein. Und wir müssen einfach nur von dieser Insel hier runter, okay? Das heißt, ich nehme jetzt meinen Hangglider und du machst mir einfach nur nach, wenn ich fertig bin, okay? Ja, ja, okay. Alles klar, dann nehme ich jetzt einmal den Hangglider und springe. Okay, perfekt. Und ich gehe jetzt mit der Luft. Okay, ich darf nicht nach links oder rechts drücken. Oh nein, Lars, ich flieg voll nach links. Ich flieg voll nach links. Nein. Ist das Schwein da? Okay, oh, okay. Lars, ich bin hier bei Booten gelandet. Okay, ich hab's. Jetzt das Ding anziehen.
Genau. Und springen einfach nur. Ja, genau, genau, genau. Oh mein Gott, das ist aber ganz schön... Ja, genau, mit der Maus kannst du lenken. Ganz schön knapp. Aber, Alter, okay, gut. Was haben wir hier? Also, hier ist das Wasser zum Glück nicht so hoch. Oh mein Gott. Halt an. Du musst jetzt da oben. Komm hier runter ins Wasser. Hier sind Boote. Wir können uns mit den Booten weiter bewegen. Guck mal, man kann sich in die Boote reinsetzen. Und dann können wir hier rauskommen eigentlich. So. I'm on a boat. Kann ich in dieses... Alter. Voll schwer, weil das die ganze Zeit... Ich komm nicht in das Boot da rein. Doch, jetzt komm ich rein. Okay, lass. Wir müssen uns einfach durch Boote durchbewegen, gell? Ey, ich weiß, was wir machen können. Ich weiß sogar, wie wir uns weiter fortbewegen können. Warte mal, Chimmer. Ich hol uns mal zwei Wasserbecher. Hol dir mal auch Wasser. Hast du einen Eimer? Nee, ne? Du hast die... Du hast die Eimer, glaube ich, genommen, oder? Ich habe gerade Eimer aufgefüllt, aber die sind gerade wieder leer geworden. Komischerweise. Okay, so, jetzt bin ich hier. Jetzt gehe ich in das Ding rein. Okay, hör zu. Ich glaube, ich weiß, was wir tun können. Komm mal zu mir rein. Ins Boot. Okay, bin drin. Und jetzt mache ich hier Wasser hin. Oh nein, es ist weg. Okay. Hä? Ich kann das Wasser nicht platzieren. Was? Oh Gott, Lars. Okay, hör zu. Wir sind jetzt hier mit dem Boot. Ich glaube, wir können jetzt hier wieder aussteigen. Und einfach mit dem Hangglider wieder nach vorne gehen. Okay. Und dann hier. Alter, hier ist ein Dings. Hier ist ein Nachtclub, Lars. Wir können in den Nachtclub gehen. Wir können ein bisschen Party machen hier einfach. Es ist so schwer, sich fortzubewegen damit. Wir können einfach nicht laufen. Aber wir müssen noch den Ender Dragon töten. Wie kriegen wir das denn hin? Okay, pass auf. Ich gehe mal da runter, okay? Wie mache ich das jetzt am besten? Hangglider an und da reinfliegen. Und stopp. Alles klar. Oh, hallo. Hi. Junge, das ist der freundliche Enderman. Hi. Enderman-Freunde, hallo! Warte, ich zieh das Ding mal kurz ein bisschen an, dann bin ich hier auf der Treppe. Was geht ab, Frienderman? Der gute Frienderman. Ihr seid ja kleine, süße Endermans. Ja, also lasst uns nicht mehr so Ender. Komm, Party machen! Ja, okay, also die Endermans machen einfach die ganze Zeit Partys. Warte mal. Ey, Lars, ich glaube, du kommst hier gar nicht rein, wenn du kein Enderman bist. Ich hab ne Idee, warte kurz. Okay, such dir. Yeah, bei uns Endermans geht's richtig ab. Lass, beeil dich, die wollen hier irgendeine Party machen. So, was haben die denn hier? Okay, ich hab's. So witzig. Wuhu! Was haben die denn hier für Items? Ich glaube, wir müssen uns hier was... Alter, die haben hier... Lass. Die haben hier Enderman-Perlen. Bist du gestorben? Wo bist du? Wo hast du denn die Maske? Du siehst echt aus wie so... Okay, alles gut. Ey, guck mal, hier sind Enderperlen überall. Ihr wollt in die Endwelt? Ja, wir wollen in die Endwelt. Frienderman, hier. Ich möchte in die Endwelt. Wir müssen den Enderdragon besiegen. Okay, ich mache euch ein Portal auf. Folgt mir. Lass, du musst ihm hinterherkommen. Komm, flieg da. Wir müssen hoch. Wir müssen mit dem Hangglider hinterher. Hey, der macht uns hier auf. Lass, komm. Du musst hochkommen mit dem Hangglider. Ich komme. Immer springen. Viel Spaß euch. Oh, danke dir, Frienderman. Oh, okay, ich bin drin. Ach, hier noch Enderaugen, falls das Portal zu ist. Ach so, lol, warte, Lars, ich muss noch die Enderaugen holen. Warte. Okay, ich gehe schon vor. So, oh, ich muss sie aufheben. Danke dir, Frienderman. Okay, Alter, der hat uns hier einfach ein Portal aufgemacht, ey. Junge, der Frienderman ist so ein netter Kerl, ey. Den haben wir damals kennengelernt, als wir die Enderman-Folge aufgenommen haben. Alter, was ist das denn hier für eine Höhle, ey? Junge, das ist mit diesem Hangglider. Ich komme. Woo! Ah. Bist du öfter hier? Der Typ kommt bestimmt auch nicht laufen, wie wir. Alter. Okay, Lars, wie geht's weiter? Alter, hier sind einfach Minecarts. Oh mein Gott, kann man sich in die Minecarts einfach Lars, man kann sich in die Minecarts reinsetzen und einfach immer zum nächsten Minecart springen. Ich bin nicht nah genug. Oh mein Gott. Lars, komm schon, du schaffst das. Ich bin hinter dir. Das ist ja überwitzig. Okay, wie steigt man hier aus? Okay, alles klar. Und von hier aus können wir uns jetzt mit Enderman-Perlen weiter bewegen. Junge, hier ist eine Dings. Hier ist eine. Hast du eine Spitzhacke? Bitte sag mir, dass du eine Spitzhacke hast. Aber ich kann das mit meinem Kopf abbauen. Ich kann es auch mit meinem Kopf abbauen. Dann lass es mal mit dem Kopf abbauen. Einfach auf, gell. Oh nein. Aber da drin ist bestimmt auch wieder ein Item, was wir benötigen. Okay, wir haben auf jeden Fall. Hast du dir genug Enderperlen eigentlich mitgenommen? Weil wenn wir ich habe noch ein paar. Ich habe nämlich übrigens das Portal noch gar nicht gesehen. Wir müssen noch. Ich habe aber die Augen bekommen vom Enderman. Vom Frienderman, meine ich. Der hat uns alle Augen gegeben, dass wir gleich ins Portal reingehen können. Das ist so witzig. Komm schon. Bam. Und den Kopf aufgemacht. Oh! Hä, was ist das denn? Armor Jetpack! Lars, das ist ein Jetpack einfach! Hä? Junge, ich sag's dir! Ah, Tatsache! Aha! Ja! Okay, perfekt, wir können jetzt fliegen. Okay, perfekt. Das ist richtig gut für den Kampf. Oh, und da vorne ist es schon. Guck mal, hier ist das Ding. Hier ist das,
Portal, oder? So, okay. Jetzt müssen wir hier nur noch, ohne uns zu bewegen, die Augen hier nochmal reinmachen. Das heißt also, zack, 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 zack. So, und dann teleportiere ich mich kurz darüber. So, Lars. Alter, wir spielen jetzt Minecraft einfach durch, ohne uns zu bewegen. Okay, Lars. Ja, genau, wir können jetzt entweder... Ey, man kann Jetpack und Dings gleichzeitig anziehen. Echt jetzt? Kann man? Na, dann guck mal wieder zu, wie du hier hochkommst. Okay, ich glaube, ich schmeiße einfach eine Enderperle gegen die Decke und dann fliege ich in das Ding rein. Ja, ich bin im End. Und Loading Terrain. Okay. Ich auch. Okay, wir sind im End. Okay. Oh, du stehst in mir. Okay, wir können hochfliegen. Relax, relax. Also, ich brauche hier erstmal mein Hanglider. So, jetzt müssen wir gucken. Okay, ich habe... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hä? Der Ender Dragon hat mich schon angegriffen. Relax, Lars. Wir brauchen unbedingt... Ich bin aggressiv heute, der junge Mann. Ist die Golden Apples. So, was machen wir jetzt am besten? Also, wir können die Jetpacks benutzen. Und dann, wenn wir oben sind, können wir hier mit den Hanggleitern fliegen. So, und mit den Hanggleitern können wir... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh Gott. Okay, Lars, du kannst nicht den Hanglider benutzen. Und gleich... Okay, aber man kann hochfliegen mit den Hanggleitern. Okay, das ist voll die gute Kombi, ey. So, okay, das heißt Hanglider ausmachen. Und jetzt schieße ich von hier den da ab. Alter, es geht voll easy, Lars. Wir sind voll gut ausgestattet. Warte. So, und dann fliege ich jetzt kurz hier rüber. So, Lars, komm, du musst jetzt auch mit reinkommen und die ganzen Dinger hier machen. Da. Warte, mach du die hinteren, ich mach die vorderen hier fertig. Oh Gott. Oh, okay, muss aufpassen. Die Dings, der Ender Dragon greift dich die ganze Zeit an. Junge, aber diese Kombi mit dem Jetpack und so, das funktioniert richtig gut, ey. Ach, man kann sich damit schon ein bisschen weiter nach vorne bewegen. So, dann muss ich den jetzt noch kaputt machen. Und dann muss ich... Den hier? Oh, der Ender Dragon. Oh Gott. So. Ich muss doch irgendwie einen Weg finden. Alter, der Ender Dragon hat dort eine Aura hingepackt. Das ist so schwer. Das ist mega schwer. Oh mein Gott. Falsch. Oh mein Gott. Alter, ich habe gerade voll viel Damage bekommen. Okay, ich muss jetzt hier wieder hochfliegen. Lars, komm, wir müssen alle diese Kristalle kaputt machen. Wir schaffen das. Oh, du hast... Alter, wir sind sogar schon fast fertig. Wir haben schon fast... Alter, der greift mich an. Oh mein Gott, mein Spiel ist kurz stehen geblieben. Alter. Okay. Und zack. Oh. Okay, alles gut. Ich habe schon übelsten Fallschaden. Ich habe auch voll gerade. Ich fliege auch die ganze Zeit runter, weil ich immer vergesse, dass wir nicht laufen können. Okay, gut, Lars. Da hinten ist noch einer. Warte, ich gucke, ob ich einen Weitschuss hinbekomme. Ja, Weitschuss hinbekommen. Oh mein Gott, nicer Shot. Ja, Mann, danke dir. So, jetzt müssen wir nur noch hinbekommen, dass wir den Ender Dragon kurz töten. Alter, hast du das gesehen? Du kannst nicht in der Luft angreifen, das funktioniert nicht. Aber da. Schieß ihn ab. Das geht voll gut. Okay. So, aber ich flitz raus. Jetzt kommt er, auf mich zu. Ja. Hau drauf. Ich haue. Ich kann dir ja nicht laufen. Warte. Ich mach jetzt Luftangriff. Oh mein Gott, Alter, leckt mein Spiel gerade. Luftangriff! Lars, mach mal Luftangriff auf den, wirklich. Ich kann mit dem Schwert draufschlagen. Ja. Komm schon. Ich hau gerade auf seinen Hintern. Ja, man, hau auf seinen Hintern, ich hau auf seinen Kopf. Wir haben ihn gleich. Komm schon. Es muss doch jetzt soweit sein. Gleich muss er tot sein. Ja. Oh mein Gott. Was? Hat der nicht überlebt? Das ist doch unglaublich. Wo ist er denn jetzt wieder? Da oben ist er. Alter, der fliegt so hoch. Ja, Alter, ich habe den gerade voll gut getroffen. Okay, er macht wieder einen Sturz zu. Ja! Jawohl. Wir haben es geschafft, Alter. Oh mein Gott. Haben wir die Challenge gewonnen, ey? Oh mein Gott. What is happening? Nice. Alter, wir haben einfach gewonnen, Alter. You won! Oh mein Gott, Tatsache. Wie krank ist das denn? Okay. Ich höre einfach immer noch den Flügelschlag. Ich höre ihn auch noch. Ich glaube, man kann die Seele jetzt vom Ender Dragon klauen. Okay. Kann man sie klauen? Nee, kann man nicht. Okay, Leute. Das war, wie man Minecraft ohne WASD gewinnen kann. Das ist, wie das funktioniert. Wir haben tatsächlich Minecraft durchgespielt, ohne einmal zu laufen. Das ist schon eine ganz interessante Sache. Ich schwöre dir, wir brauchen ganz, ganz dringend irgendwie ein bisschen Eisenrüstung oder sowas, weil das nächste Mal, wenn uns Geister oder sowas angreifen, dann Halloween ist vorbei. Ich muss auf Klo, Roman. Ich muss richtig dringend auf Klo. Jetzt auf Klo? Das geht gar nicht, Mann. Wir müssen uns jetzt erstmal... Wobei, doch, du kannst auf Klo gehen in so einem Geschäft, aber wir brauchen irgendwo ein Geschäft, wo wir was einkaufen können. Hier, da gibt's, glaube ich, Möbel, Mann. Denkst du, die haben eine Toilette? Ja, okay, gut, dann lass da halt eben reingehen. Joris, haben die eine Toilette? Joris antwortet nicht. Okay, komm, lass da mal reingehen. Uiuiui. Oh. Hallo, Melanie. Guten Tag. Hi. Das ist Lars. Hallo. Ich bin Roman. Und wir wollen eigentlich ein bisschen Eisenrüstung kaufen. Hallo, ihr. Wollt ihr was kaufen?
Ja, wir wollen Eisenrüstung kaufen. Oh, und, Eisenrüstung. Eisenrüstung wäre, glaube ich, das, was wir eigentlich haben wollen. Genau. Dann rufe ich mal den Chef. Frank! Ich bin nämlich neu hier. Ich kenne mich noch nicht mit den Preisen aus. Oh, hallo Frank. Was ist denn mit Frank passiert? Was ist denn mit Carsten los? Ich bin nämlich neu. Achso, ja. Oh, neue Kunden. Hallo. Euch sehe ich hier zum ersten Mal. Ja, genau. Wir wollen Eisenrüstung holen und Lars möchte unbedingt auf Klo. Bitte. Ich muss dringend auf Toilette. Ja, genau, das ist so unser Begehren. Also, das heißt, am besten eine Eisenrüstung mit feinsten Überzug, weil wir brauchen nämlich ein bisschen Geisterprotection. Weil die ganzen Geister greifen uns immer auf der Straße an. Wissen Sie, Frank? Heißt der Frank oder Frank? Oh. Komplette Eisenrüstung. Nice. Oh, danke. Cool, perfekt, dann haben wir die sogar. Oh, sieht gut aus. Das macht dann 32 Goldnuggets. 32 hast du noch Geld? Haben. Ja, habe ich, warte. So, und dann hat er hier und dann, bitteschön. Dankeschön. Jetzt haben wir noch 7 Stück übrig. Alter, die steht hier richtig gut, die Rüstung. Oh, das WC. Ja, genau, wegen dem WC. Lars wollte noch pinkeln gehen. Deswegen, bitte. Wo ist denn das? Also, wie kommt man da hin? Haben sie hier im Laden irgendwie was? Das WC ist oben, links, rechts. Ah, okay, dort danke. Drüben. Okay, alles klar, gut. Also, Frank, wir werden das dann wahrscheinlich schon finden. Ich muss jetzt schnell los. Melanie, kümmere dich um die Kunden. Okay, alles klar, ich gehe dann auch wahrscheinlich nochmal aufs Klo, ne? Ich begleite den Lars nochmal ein bisschen in die Richtung. Müssen wir da runter? Nee, das war der Keller. Lars, bist du schon oben? Ich bin oben, Roman. Hast du die Toilette gefunden? Ich weiß nicht. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das hier ist das Klo. Was? Ich glaube, das hier ist das Klo. Nein, Lars, das ist bestimmt keine Toilette. Ist das? Mann, ich mach mir gleich in die Hose, bitte. Das ist ein Labor oder sowas in der Art. Alter, was ist das denn? Unsichtbarkeitsflüssigkeit. Lass mich noch ein bisschen aushalten. Das sieht hier ganz interessant aus. Warte mal, lass mich mal was ausprobieren. Was kann man mit so einer Unsichtbarkeitsflüssigkeit machen? Ich pickel jetzt einfach hier rein, ist mir jetzt egal. Flüssigkeit, Dingsterbumster, mit dem zusammen? Ja. Hey, man kann seine Items... Oha, Lars, ich habe eine Eisenrüstung an, auf der Brust. Kannst du die sehen? Nein. Ich hab aber eine an. Weil wenn man die anzieht, ist die einfach unsichtbar. Ich veräpple dich nicht. Hey, Lars, pass auf, ich habe eine Idee. Stell dich nochmal da rein. Okay. Okay? Und dann nehme ich mal hier so ein... Denkst du, es fällt auf, wenn ich hier kurz reinpiesel? Nee, ich glaube nicht. So, und dann, pass auf, ich nimm mal das hier in die Hand. Okay? Nimm mal das einfach in die Hand. Und ich drück mal einfach hier drauf. Oh, jetzt habe ich Jump Boost bekommen. Was ist da? Hat sich erledigt. Ich muss nicht mehr auf Klo. Ich muss mal kurz meine Hose ausziehen, die ist ganz nass jetzt. Lars, hast du dich selber mal angesehen? Hier ist kein Spiegel. Nein, du bist ein Geist. Was? Alter, du bist ein dunkler, durchsichtiger Schattengeist geworden. Jetzt komm, Gott. Was? Ja. Oh mein Gott, Alter, warte mal. Ich nehme mir mal auch so eine Unsichtbarkeitspotion. Was? Und ich stelle mich mal... Wie soll ich denn jetzt Bingo spielen am Wochenende? Keine Ahnung, wie du Bingo spielen sollst am Wochenende, aber drück mal auf den Knopf mal drauf. Okay. Oh, Alter. Yo, was geht ab? Oh, Junge. Was ist? Du bist... Was ist mit dir passiert? Alter, wir sind einfach beide Geister. Was geht hier ab? Oh mein Gott. Hä? Ich habe sogar ein neues Item, Alter. Irgendwie macht mir das gerade ein bisschen Angst. Was ist? Mach mal dein Inventar auf. Hast du ein Item, das heißt Mirage Orb? Ja. Was ist das? Hä? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Alter, siehst du mich da auch? Hä? Ich bin weg. Oh mein Gott. Hey, da bist du. Was? Oh mein Gott, und da bin ich. Guck mal, wir reden miteinander, siehst du das? Hey, wie krass ist das denn? Wir können Geister von uns aufstellen. Hä? Was können wir für krasse Sachen machen? Das ist irgendwie ein bisschen... Alter, Lars! Wollen wir das irgendwie wieder rückgängig machen oder sowas? Irgendwie fühle ich mich nicht so... Okay, alles klar. Oh mein Gott, man kann das sogar öfter drücken. Ha! Was? Seit wann funktioniert sowas? Entschuldigung, Mel... Hallo? 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 Entschuldigung? Hallo? Hä? Hä? Ich glaube, die guckt einfach woanders hin. Hey, die guckt uns ja nicht mal an. Hallo? Hey, lass mal rausgehen. Lass mal dort ein paar Leute ansprechen. Hey, Joris. Joris, guck mal. Guck mal, wie cool das ist. Guck mal, der läuft einfach dran vorbei. Das interessiert ihn gar nicht, ne? Wir können uns nicht sehen, wir sind unsichtbar. Oh mein Gott, weißt du, was ich jetzt machen kann? Was? Guck mal. Was kannst du machen? Guck.
Ich hab da gerade hingekackt. Du kackst immer noch dahin, gell? Warte mal, lass mal die da hinten erschrecken. Ihr seid eingekesselt. Was? Die haben ja gar keine Angst, Mann. Die knutschen sogar. Alter, was soll das? Wir sind Geister, wir sind gruselig. Ich glaube, die sehen, die nehmen das nicht ernst. Lass, was machen wir? Ja. Ich hab ne Idee. Hör zu. Wir nehmen einfach die Zeit und gehen auf die Baustelle da hinten. Und auf der Baustelle, da sind immer so richtige Angstkranfahrer. So, die Kranfahrer, die können wir bestimmt richtig, richtig erschrecken. Genauso wie den Olaf. Ich bin ein schlechter Geist, ja, glaube ich. Guck mal, die unterhalten sich gerade übers Wetter so. Jutta, das hast du doch nicht gesagt. Es wird doch nicht regnen auf Sonntag, oder? Oh mein Gott, Alter, der sieht auch schon richtig... Der ist, glaube ich, gestürzt oder so. Ja, der Junge ist gerade, glaube ich, gerade frisch vom Fahrrad gefallen. Naja, dann gehen wir mal weiter. Guck mal, hier. Wer ist da? Da ist die Ronja und die Emmy. Emmy. Ronja und Emmy. Scheinen sich null für uns zu interessieren. Warte, Achtung. Wenn ich durch dich durchgucke, dann kann ich den Gabelstapler gar nicht mehr sehen. Die verschwinden. Achtung, guck mich an. Ja. Buh. Ah. Was ist hier los? Hallo? Hey, das ist ein Bauarbeiter. Wir sind Gespenster. Wir sind Items, Lars. Oh, hier gibt's Feuerzeuge. Feuerzeuge und Dirtblöcke. Ich nehme auch eins raus. Nimm dir auch Dirtblöcke mit raus. Oh mein Gott. Und eine Axt. Hey Rudi, endlich sind wir mal hier alleine. Ja, Mann, wir sind hier endlich allein, können etwas chillen. Da habt ihr wahrscheinlich nicht mit uns Geistern gerechnet. Was ist denn zum Beispiel mit dem Feuer, was hallo, hier hinter Rudi rennt? Ich bin ins Wasser gefallen. Ey, lass, die haben uns gehört. Hast du das gehört? Ups, tut mir leid, Rudi, ich hab dich geschlagen. Tom, guck mal, hinter dir brennt's ja, Tom, und es brennt doch nicht mehr. Ups, und ich hab den Tom auch schon geschlagen. What the fish? Hast du das gesehen? Tom und Rudi scheinen ein bisschen Angst zu haben vor dem Feuer. Ist hier noch jemand? Welches einfach aus dem Boden entstanden ist. Bernd, Thomas, Leon, was passiert hier? Oh, ihr brennt ja sogar. Das sind die Geister. Wir sind unsichtbare Geister. Da, was passiert hier? Also hör zu, Tom. Ich bin ein fliegender Dirtblock. Ich kann den Tom auch so ein bisschen zubauen. Ja. Tom, wir sind hier nicht alleine. Tut mir leid, Tom, aber hinter dir brennt es und vor dir ist eine Wand. Rudi, was sollen wir machen? Wir müssen hier noch so viel fertig kriegen. Was? Tom versucht, durch die Wand zu fliehen. Ich weiß nicht, lass abhauen. Wir machen den Rest am Wochenende. Rudi, für dich gibt es keinen Weg mehr zurück. Hier ist jetzt erstmal die Aerosol-Mauer. Und die Lars oder so. Hey, wir dürfen nicht einfach so durch unsere Mauern durchlaufen. Wir sind Geister. Hey, beeil dich, Rudi. Nein, Rudi, hier ist die Feuerwand. Du kannst hier nicht durch. Oh nein, Rudi brennt und er rennt weg. Naja. Tschüss. Bis später, Rudi. Oh, Tom burned to death. Nein, Tom. Ich wusste gar nicht, dass wir Tom so schnell umbringen können. Naja, okay, wir sind halt Geister. Okay, wollen wir weitergehen? Ich habe sogar gehört, es gibt hier um die Ecke einen McDonald's. Hast du Bock auf ein bisschen Maggis, Mann? Ach da, hier ich hab dich gar nicht gesehen. Lauf einfach meiner Spur hinterher. So. Meinst du deiner Spur? Meiner Spur, die ich dir lege. Da siehst du ganz genau, wie du auch springen musst. Guck, ich bin auch hier, warte. Guck mal. Oh mein Gott, ich mache jetzt was richtig Lustiges. Was machst du? Warte. Siehst du das, wo ich hingehe? Wo gehst du hin? Nee, ich sehe deine Schatten nicht mehr. Hey, ich sehe dich nicht. Ach, da oben. Oh mein Gott, du bist da runtergefallen. Hey, das ist ja mega cool. Die Geister. Drück mal richtig oft. Alter. Weißt du, wie das aussieht? Wie so übelst nice aus. Sieht schon cool aus und die verschwinden auch immer so schnell. Alter, hier ist Maggis. Ah, etwa 150 Blöcke in diese Richtung. Oh, lass mal zu Maggis gehen, Alter. Alter, das ist richtig cool mit diesen Geistern. Man kann die Leute echt immer die ganze Zeit ärgern damit. Emanuel und Lukas. Hello, Aerosu HD. Ach, was ein netter englischer Mitbürger, den wir da hatten, ne? Hui. Ach, hier wird noch die Straße ein bisschen gebaut. Aber ich würde mal sagen, wir gönnen uns jetzt erstmal einen guten alten Biggie Big Mac, oder? Biggie Big Mac. Ein nices Moped. Guck mal. Ich will mal damit fahren. Ich will damit fahren. Geister-Moped. Funktioniert das? Drück mal auf das Ding. Warte. Nee, das wäre ja voll cool, wenn das... Sitzt der? Nee, gell, mein Geist. Das ist das Geistermoped. Das Geistermoped. Fliegst bei mir so durch alle Richtungen. Okay, das war das gruselige, selbstfahrende Geistermoped. So, was haben wir hier?
Oh, die Basics Doubles sind gerade da, Lars. Komm, jetzt lass uns einen nice Burger fetzen, oder? Also, warte mal, ich mache eine Schlange, Lars. Du musst dich dahinter anstellen. Okay. Die Magus-Schlange. So, Feierabend. Ich hätte gern einen Burger, bitte. Hallo. Entschuldigung, da ist Rosie und Markus. Und die sagen gerade so, Feierabend, machen wir zu. Die wollen also schon zumachen, aber wie könnt ihr denn zumachen? Aber da habt ihr nicht mit uns gerechnet. Wenn die Küche brennt, wie könnt ihr denn nur Auto machen, wenn die Küche brennt? Ich bin eine fliegende Axt. Eine fliegende Axt. Jetzt müssen wir nur ein bisschen aufräumen. Ja. Ah, aber was ist, wenn die Tische und Stühle einfach so verschwinden? Einfach ohne Grund. Rosie, warst du das? Oh, jetzt haben sie schon ein bisschen Angst bekommen. Ich bin die fliegende Axt. Hä? Ups, und die Burger, blub, blub, einfach aufgegessen. Hä? Oder was ist mit dem Feuer? Was ist hier los? Wer macht das? Oh, Entschuldigung. Oder was ist mit der Rüstung? Oder was ist mit diesen Typen hier, die hier alle stehen? Oder mit diesem gut aussehenden Typ, der in der Luft fliegt? Oder was ist mit diesem gut aussehenden Typen? Oh nein! Rosie, pack deine Sachen, wir hauen ab. Nein, haut doch noch nicht ab. Es ist doch noch ein bisschen Zeit, hier mit den Geistern zu spielen. Und das Feuer hier, das wird sich ja auch nicht von alleine löschen, wenn ihr geht. Okay, hoffentlich sehen wir uns morgen wieder, Markus. Oh, Rosie, du brennst. Du solltest ganz dringend vielleicht in ein Krankenhaus gehen. Ich rufe die Geisterjäger, sagt Markus. Was? Markus? Markus, nein, du darfst es nicht machen. Die Geisterjäger. Jeder weiß doch, dass es keine Geisterjäger gibt. Hey, übelster Quatsch. Er ruft die gerade an. Hey, der ruft die wirklich an. Hä? Da sind Geisterjäger reingekommen. Was passiert hier? Oh mein Gott, oh mein Gott. Hey, Lars, da sind jetzt wirklich Geisterjäger. Das ist doch mega def. Ah, das ist ein verfluchter Laden. Lars, hier sind wirklich Geisterjäger reingekommen. Wo bist du, Roman? Ich sehe dich nicht mehr. Ich bin hinter der Kasse. Wo bist du? Okay, ich bleib bei dir. Die sind geliefert. Lass, ich weiß nicht, wo die uns suchen. Alter, die anderen, die Magus-Mitarbeiter sind abgehauen. Die haben die Tür zugemacht. Oh, der eine kommt hinter die Kasse. Alter, die gehören mir. Lars, Alter, das sind Geisterjäger, die hier tatsächlich reingekommen sind. Na, Roman. Ja, versuch im Kreis zu laufen, Ja, okay. Nein, ich will die Provision bekommen. Ah, Lars, die wollen eine Provision von uns haben. Ich komm her, ihr hinterhältigen Geister. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, lass die schnell rauslaufen. Oh, oh. Die Items sind zum Glück verschwunden. Ich bin hinter... Ich kann nicht rennen. Lars, du musst hier schnell raus. Die haben das nicht gemerkt, Alter. Team, Plan, G5. Was? Okay. Was ist gut. Plan G5? Ich glaube, die haben das nicht gemerkt. Roman, sag mir, was Plan G5 ist. Ich glaube, die haben uns gesehen. Mist, die sind schnell. Was? Wie meinen die das? Aber die sind dumm. Die sind so dumm. Die haben einfach nicht gemerkt, dass wir rausgelaufen sind. Entschuldigung? Lass doch. Die haben gemerkt, dass wir rausgelaufen sind. Los, renn weg! Die kommen! Ja. Ich kann nicht mehr rennen! Oh Gott, Hilfe! Wir müssen uns beeilen, verfolgen! Roman, du legst voll die Spur! Ja, ich leg eine Geisterspur. Die haben uns mit irgendeinem Zauber betroffen, dass wir jetzt immer eine Spur legen, damit die uns immer finden können. Ja, Leute, okay, das waren 24 Stunden als Geist. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Das sind unsere kleinen Spuren, die wir hier legen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, dass wir vor Geisterjägern abhauen. Ja.